Willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns an, wie Blueprint Interfaces funktionieren und was für einen besonderen Vorteil es hat im Gegensatz zu Cast2Nodes. In einem anderen Video hatten wir das schon besprochen. Jetzt machen wir ein weiteres Beispiel, was etwas komplexer ist. So, wir sind hier im Third-Person-Template und ziehen gerade mal im Place-Actors-Panel zwei Cubes rein. Ja? Eine Cube, Stücken, gedrückte Alt-Taste und ziehen hier rein, damit wir es duplizieren. So, also, da können wir noch ein Licht dazu setzen, ein Point Light, ja, einmal hier und einmal hier. So, den nennen wir Feuer, ja, Moment, genau. Also da markieren wir beide Komponenten, gehen hier hin, Convert Selection to Blueprint, Actor, Harvest Components und schreiben hier hin, BP, Feuer. Genau. BP Feuer. Ja. So. Da haben wir schon ein Blueprint-Klasse erstellt. Ziehen den hier auf den oberen Panel und setzen hier Licht auf Rot. Ja. Und die Lichtstärke machen wir mal auf 20, damit es sehr sicher zu sehen ist. Compile. Und ziehen hier den mal ein bisschen weiter rechts und die beiden markieren wir und gehen wieder auf Blueprints, Convert Selection to Blueprint, Actor, Harvest Components und schreiben wir hin BP Wasser. Ja? Select, genau. Und das, die Farbe nehmen, da klicken wir erstmal die Lichtkomponente, gehen hier auf Blau. Und die Lichtstärke, Intensity, stellen wir mal auf 20, ja. Okay, das ist jetzt nicht genau in der Mitte. Das können wir so machen, dass wir das parenten quasi. Und dann ist es ja abhängig, die Länge, Positionierung. Und setzen das auf 0 und ziehen das quasi, das Licht hier nach oben. Da haben wir es auch schön mittig, ja. Und genau das gleiche gilt auch für diese Lichtkomponente. Parenten das. Setzen das auf 0, dann können wir das wieder zurücksetzen und ziehen das nach oben. Super. So, jetzt haben wir zwei Blueprints. Jetzt wollen wir Folgendes machen. Wir wollen, sobald wir einen von denen berühren mit dem Actor, wollen wir quasi im Viewport eine Nachricht ausgestellt bekommen. So, ich brauche den, ich lösche erstmal den Player Start, gehe auf Steuerung Leerzeichen. Und setze den Third Person, ja, da sind wir hier bei Blueprints und dann BP Third Person Character. So, den kann ich nicht sofort kontrollieren, stattdessen muss ich dann auf Process gehen, darauf klicken und Process gehen. Und ja, hier ist World Settings, das stimmt nicht, ich muss auf Beispiel, ja. Also hier auf Details, Process, Auto Process Player. Player 0. Ja, jetzt kann ich den hier kontrollieren und drücken auf Start und schon langsam kontrollieren. Okay, gut, super. So. So, jetzt sind wir im Third Person Template, gehen auf Steuerung B und gehen hier in den Blueprint rein. Ja, jetzt sind wir im Third Person Character Blueprint. So. Es gibt ein Event, Event Hit. Ja. Der Event Hit gibt Informationen aus, sobald dieser Collision Box Capsule Component mit einem anderen Objekt kollidiert, quasi überschneidet. Und dann kann man verschiedene Werte auslesen. Wo haben sie sich überschnitten? Welcher Objekttyp ist es? Und so weiter und so fort. Wir können hier diesen Struct hier splitten. Jetzt wollen wir Folgendes machen. Also, erst einmal, sobald er etwas berührt, soll irgendwas ausgeben werden. Print String. Ja? Print String. Was soll der ausgeben? Es gibt hier einen, der nennt sich Hit Actor. Ja? Hit Actor. Und wenn wir den direkt hier in String eingeben und compilen und auf Play gehen, probieren wir aus, was passiert. Und genau, BP Feuer. Ja? Also er gibt quasi die Klasse aus, BP Wasser. SM Cube gibt es auch, weil er quasi auch mit dem Cube Actor berührt, ja. Das ist welcher Actor? Das müsste der hier sein. Genau, mit dem Boden kollidiert er.
So, also, jetzt machen wir mal das mit dem Cars-Tunnel. Wir wollen ja nicht, dass es bei jedem, also im Moment ist ja so, dass er, sobald er kollidiert, also den gibt er aus, den gibt er aus, der gibt bei jedem quasi das Ergebnis aus. Aber wir wollen, dass er es nur bei dem BP-Feuer, also damit er auch erkennt, dass es BP-Feuer ist. Dazu hatten wir Folgendes gelernt: Cars-to-BP-Feuer. Ja, BP-Feuer. Ja. So, den Objekttyp, das ist ja der Hit-Hit-Actor, ja. Also der gibt quasi den Objekttyp raus und der sagt, ah, ist das der BP-Feuer? Wenn ja, dann gib mir bitte mal was aus. Component Name könnte, oder genau, das gleiche eigentlich wieder. So, oder schreib selber Text hin rein, schreib, hallo, ich bin's. Der Feuer. Ich bin's. Dein Feuer. Okay. Wie dem auch sei. Und compilen nicht vergessen. Ach, ein Third-Person-Character. Compilen. Gehen auf Play. Jetzt gucken wir mal. So, sobald ich drauf gehe. Genau. Hallo, ich bin's. Dein Feuer. Also es erscheint nur dieser Komponente. Nur diese Print String, sobald der Charakter berührt. So, jetzt wollen wir auch, dass es aber auch bei Wasser gilt, ja. Also wenn wir jetzt auf Feuer gehen, okay, das klappt, aber bei Wasser nicht mehr, ja. Bei Wasser gibt er nichts aus. Er kommuniziert nicht mit dem Wasser. Wir können Folgendes, wir können auch dazu Cars2Notes erstellen. Cars2BP Wasser, ja. So, jetzt gibt es hier einen Fail-Ausgang. Dieser Fail bedeutet, sobald das hier nicht erfüllt ist, also sobald der andere, das andere Objekt nicht BP Feuer ist, geht er hier weiter. Und dann gucken wir mal, was wir als zweites kontrollieren. Ah, wir kontrollieren BP Wasser. So, dazu könnten wir theoretisch auch Print String hier eingeben und schreiben, hallo, ich bin dein Wasser. Hallo, ich brauche Wasser. Ich brauche Wasser. Ja? So, und den Objekttyp, der ist, der kommt ja von hier aus. Ja. So, compilen und jetzt auf Play. Jetzt testen wir das Ganze mal aus. Oh, ich bin Feuer, ich bin jetzt ein Feuer und ich brauche, hallo, ich brauche Wasser. So, jetzt können wir auch Folgendes machen. Wir können auch diese Funktionen auch quasi in den einzelnen Klassen einfügen. Und das können wir zum Beispiel unter anderem auch mit Custom Events machen. Ja. Und dann löschen wir erstmal diese Print String raus. Machen wir ein Custom Event. Gehen wir auf BP Feuer und rechte Maustaste Custom. Ja, wenn ihr Custom eingibt und dann ja, Text, Nachricht, ja, Text, Text. Ja. So, und dann zieht ihr den Pin hier raus und schreibt hin Print String. Ja. Ich bin Feuer. Ich bin Feuer. Ja, das ist ein Custom Event. Jetzt gehen wir auf BP in BP Wasser rein und schreiben hier noch eine rechte Maustaste. Custom Event und ja, Text 2 und schreiben hier hin Print String. Ich bin Wasser. Ja? Nicht Wasser, sondern Wasser. So, Compile nicht vergessen. Jetzt gehen wir in Third Person Character und hier können wir unsere Custom Events aufrufen. Ja? Im Feuer war es Text, ja, da hatten wir schon Text. Und hier haben wir, was war dann Text 2? Sehr kreativ. Also Text 2. Text 2. Sehr gut. So. So, das erfüllt quasi die gleiche Aufgabe und dann schauen wir uns das mal an. Ich bin Feuer, ich bin Wasser. So, jetzt machen wir das mal mit Blueprint Interfaces. Da gehen wir in den Third Person Method Steuerung Leertaste oder ihr pinnt das einfach, Dock and Layout. Und ihr erstellt hier ein Blueprint Interface. Geht ihr in Blueprint Interface und dann schreibt ihr hin BPI. Mein Interface, ja, und dann ja, übermitteln. Das ist egal, was ihr hinschreibt. Übermitteln diese Funktion, ja,
Jetzt machen wir Folgendes. Warum ist Blueprint Interface in dem Fall viel besser? Also ist flexibler und ja, ist viel cleaner von der Art und Weise, weil wir diese Cast-Tunnels uns schenken können. Ja? Diese Cast-Tunnels können wir uns schenken. Und wir müssen erst einmal den Blueprint Interface in den jeweiligen Klassen BP Feuer und BP Wasser implementieren. Wie machen wir das? Wir gehen zum Beispiel auf BP Wasser und gehen auf Class Settings. Und hier ist ein Bereich, also Interface hier. So, Interfaces, mein Interface. BP mein Interface, ja, und dann erscheint hier schon sofort ein Übermitteln, ja, das haben wir hier Übermitteln definiert, so. Und das gleiche machen wir mit BP Feuer, Class Settings, Interfaces, mein Interface, BP mein Interface, und wenn wir das compilen, dann kommt wieder Übermitteln, so, jetzt können wir das hier reinziehen, ja, nicht reinziehen, sondern rechte Maus, das Implement Event. Und das gleiche machen wir hier auch, Implement Event. So, das Besondere dabei ist, wir haben hier eine Funktion übermitteln. Und jetzt können wir im Third-Person-Character nur diese eine Funktion nehmen, statt diese ganzen Sachen Nodes auszuführen. Und das können wir mit Hilfe von zwei Nodes erledigen, statt mit vier. Also löschen wir das Ganze mal und schreiben hier erst einmal hin, übermitteln, ja. Übermitteln. Und hier habt ihr ein Message, das haben wir im letzten Video gelernt. Und diesen Hit-Hit-Actor verbindet ihr mit dem Target. So, das war's eigentlich. Hier ist alles schon erledigt. Jetzt kommuniziert dieser Event-Hit mit diesem Interface und alle Klassen, die dieses Event übermitteln haben, können dann ausgeführt werden. Und das ist zum Beispiel in dem Fall printString ich bin Wasser. Ja, das ist bei BP Wasser so. Aber BP Feuer ist es anders. Da ist es ich bin Feuer. Und das war's. Das ist der große Vorteil von Interfaces. Ihr könnt mit einer Funktion quasi mehrere Klassen flexibel ansprechen, ohne dass ihr jedes einzelne mit einem Cast-Tunnel ansprechen müsstet. So, klicken wir auf Play und die Funktion müsste eigentlich gleich sein. Also, ich bin Feuer und ich bin Wasser. Genau. So, das ist der große Vorteil. Merkt euch, also Blueprint Interface sind viel, viel flexibler und auch in dem Fall, natürlich, wenn ihr kleine Spiele habt, könnt ihr mit Cast-Tunnels arbeiten, aber wenn ihr etwas Komplexeres habt, wo ihr zum Beispiel ein Interact-Event habt, eine Funktion, wo wir interagieren müssen mit irgendwelchen Objekten, das gilt dann für verschiedenste Art von Objekten, also sei es die Tür, den Schrank, und dann könnt ihr erst einmal Interact als eine Funktion nehmen und sobald ihr diesen Interact-Funktion ausführt, werden alle Objekte quasi angesprochen, ja, anstatt jedes einzelne Objekt einzeln ansprechen zu müssen. Ja? Das ist der große Vorteil von Blueprint Interface. Und in einem anderen Video werde ich euch zeigen, wie man auch Werte übermittelt bei Blueprint Interface. Also quasi hier Werte rausnimmt und hier Werte einfügt. Ja. Oder ja, quasi Input und dann Output. So, das war's für heute. Wenn ihr Rückfragen habt, gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss.